Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch eine relativ einfache Karte. Dafür habe ich mehrere Beispiele. Das ist die erste. Verwendet habe ich hier zum einen das Stempelset Two Tone Flora und die passenden Stanzformen Floraler Verlauf. Und der Spruch kommt aus dem Stempelset Filigran Floral. Und diese Stanzform, die kommt aus den Stanzformen Basics mit Pep. Meine erste Karte habe ich gestaltet in den Farben, ich habe es extra aufgeschrieben, Blütenrosa, Nachtblau und Aquamarin. Dann habe ich eine weitere, die schaut dann so aus. Da habe ich die Farben genommen, Sommerbeere, Brombeermousse und Lagunenblau. Und die dritte ist in den Farben Kürbisgelb, Osterglocke und Lagunenblau. Drei verschiedene. Dennoch ist das Layout überall gleich. Heute nehmen wir die Farben und ich habe schon ein bisschen vorbereitet. Blaubeere und Wassermelone und Limette habe ich hier genommen. Eine Blüte müssen wir uns gleich noch stempeln. Wir falzen aber erst einmal unsere Grundkarte. So viel Material ist es hier nicht. Wir haben eine Grundkarte in 21 x 14,5 und zwei Mattungen in 14 x 10. Die Grundkarte falzen wir uns an der langen Seite bei 10,5. Das war es auch schon vom Falzen her. Mehr machen wir hier nicht. Die kann man erst an die Seite. Eine von den Mattungen, die bearbeiten wir noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob das hier auf den Karten so zur Geltung kommt. Ich habe hier den Hintergrund immer noch ein bisschen gewischt. Wir brauchen das Stück in Grundweiß, ein Stück zum Unterlegen. Und dann habe ich jetzt hier Wassermelone und einen Blending-Pinsel. Auch die findet ihr im Jahreskatalog. Wir haben ja jetzt mittlerweile groß und klein. Ich meine, dass beide Sorten im Dreierpack kommen. Also ihr habt dann immer drei Pinsel, die ihr dann im Pack habt, wenn ihr die bestellt. Ihr könnt natürlich nach wie vor alle Produkte auch bei mir bestellen. Ich klopfe den Pinsel jetzt ein bisschen ab. Denn Wassermelone ist ja an sich eine kräftige Farbe und ich setze unten links oder rechts, je nachdem, ob ihr Links- oder Rechtshänder seid, ich setze an einer Ecke an und fahre dann hier vorsichtig in kreisenden Bewegungen über das Papier. Und ich sehe gerade in der Kamera, sieht das ganz schön stark aus. Es sieht ganz schön kräftig aus. Wenn ihr es aber vor euch liegen habt, ist es nicht ganz so kräftig. Den Pinsel könnt ihr danach einfach mit Wasser wieder auswaschen. Bei Rot ist es allerdings so, dass da gerne mal was hängen bleibt. Also ich nehme auch immer ein und denselben Pinsel für Rottöne oder hier so wie jetzt Pinktöne. Ich wasche den gründlich aus und dann geht er wieder in die nächste Farbe. So, stempeln müssen wir noch. Zum einen die Blüte. Brauche ich Stempelkissen doch nochmal. Und auch mein Schmierblatt nochmal. Denn ich habe bei den großen Blüten, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber doch, das sieht man. Ich habe das Wassermelone nicht
komplett abgestempelt. Also es ist nicht der erste Stempelabdruck, sondern der zweite. Also ich stempel einmal ab und setze den dann auf. Jetzt sehe ich gerade, hier unten ist ein bisschen zu wenig Tinte, das ist aber nicht schlimm. Jetzt nehmen wir uns Blaubeere und stempeln uns die Konturen. Und ihr habt bei dieser Blüte in der Mitte hier diesen Smiley, hätte ich beinahe gesagt. Da schaue ich jetzt bei der Kontur, ist in der Mitte auch wieder dieser Smiley drin und die müssen übereinander. Ich drehe mir das mal um. Das geht natürlich besser, wenn man mit dem Kopf drüber her kann. Und so sieht die Blüte dann aus. Ich habe jetzt, wie gerade schon gesagt, hier oben ein bisschen wenig Farbe, aber das ist definitiv nicht schlimm. Es sind Blüten und die sind auch nicht immer alle gleich. Das stanzen wir gleich aus. Was wir jetzt noch stempeln müssen, ist der Spruch und dann nehme ich noch mal Wassermelone. Und da habe ich genommen, vielen Dank, du bist wundervoll, aus Filigran Floral. Und den stanze ich mir jetzt etwas weiter rechts, weil ich das Fähnchen auch gleich dann rechts anlegen möchte. So, und dann können wir auch schon ausstanzen. Für die Blüte brauchen wir eine Stanzform aus dem Set Floraler Verlauf. Da habt ihr ja sämtliche Stanzformen zu den Blüten. Doch, die muss dahin. Und dann brauche ich noch einmal Basics mit Pep. Also die verwende ich wirklich häufiger. Das sieht man auch schon, der Kleber hält hier gar nicht mehr. Dann nehme ich das größte von diesen Fähnchen. Lass das Wassermelone einen Moment trocknen. Dann nehmen wir die Mini Platte Nummer 1 und da wir stanzen wollen, nehmen wir die beiden Acrylplatten dazu. Und ich lege mir das Fähnchen, ich drehe das mal etwas so, jetzt so an, dass ich rechts schon fast bündig bin mit dem Spruch. Hier kleben wir dann später noch die Blüte an. Ich muss es einmal zurückdrehen, damit ich es vernünftig sehen kann. So, dann kurbeln wir das einmal durch. Aufbau wieder drauf. Stanzform für die Blüte. Und auch die einmal durchkurbeln. So, dann haben wir schon fertig ausgestanzt. Das ist auch ein Satz. Dann haben wir schon fertig ausgestanzt. Dann sind wir fertig mit dem Ausstanzen. Stanzform
nicht verlieren. Und dann können wir auch schon ausdekorieren. Die zweite Mattung kommt nach innen. Die könnt ihr dann natürlich auch noch bestempeln, wenn ihr das möchtet. Ich fange mit dem Spruch an. Da kommen Dimensionals drunter. Erstmal zwei Stück. Na, sag mal, kommst du wohl darunter? Guck mal, einmal, was ich. Nee, drei habe ich doch schon drunter, direkt drei drunter gesetzt. Okay. Das ist immer ganz gut, wenn man die Karte schon mal gebastelt hat. So, das setze ich mir hier schräg hin. Und dann nehmen wir die erste Blüte, die wir gerade gestempelt haben. Die kommt hier hin. Dann haben wir hier dieses kleine Blattpaar. Das kommt hier unten hin. Eine von diesen Blüten kommt hier hin. Es ist jetzt nur noch reines Zusammensetzen. Da ich hier schon viel vorbereitet habe. Aber ich finde, es darf auch mal was Einfaches sein. Auch das sind schöne Karten. Oh nein, das war mein Block. So, das setzen wir hier hin. Dann haben wir jetzt noch eine Blüte. Die kommt jetzt hier unten drunter. Und die letzten setzen wir dann hier noch hin. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr möchtet, hier unter diese Blüte noch ein Dimensional geben, damit die da nicht so in der Luft rumflattert. So. Das Ganze kann auf die Grundkarte. Ich habe das jetzt flach aufgeklebt. Ihr könntet das jetzt natürlich auch nochmal erhöht mit Dimensionals aufkleben. Oh, 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 wir müssen noch ein Stück rüber. Jetzt uns als Bling Bling nehmen wir hier runde Glanzakzente, denn da sind auch welche in Wassermelone drin. So, und somit sind wir für heute schon fertig. Ich decke mir jetzt hier mal eben meinen Kleber ab, damit ich auch alle Karten hinlegen kann. Ich bin gespannt, was ihr sagt, welche Farbkombi, ups, hier sind wir ganz schief, euch gefällt.
Ich wünsche euch, auch wenn es ein einfaches Projekt ist, ganz viel Spaß beim Nachbasteln und wie immer, falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!